Vanessa und Ramon ist langweilig. Kein Wunder, draußen ist's kalt und windig und dabei sind doch Osterferien. Was können die beiden nur tun gegen ihre Langeweile? Das Bauernhofmuseum in Illerbeuren hat eine Antwort. Man nehme einen großen Holzbohrer und einen kleinen Bohrer, Schleifpapier, einen Hammer, eine Gartenschere, Schnur und Hasendraht. Und mit all diesen Dingen baut man das. Ein Insektenhotel. Die Insektenhotels, die hängt man bei sich etwas geschützt am sonnigen bis halbschattigen Standort auf zu Hause. Und da können dann Wildbienen, Wildwespen oder Hummeln oder die Ohrwürmer, die nisten dann da drin. Und wenn die Insekten da drin nisten, dann kann man das Gekrabbel auch aus der Nähe beobachten. Gerade in besonders aufgeräumten Gärten bietet so ein Kasten einen idealen Platz, an dem Insekten ihre Eier ablegen können. Und durch die unterschiedlichen Füllungen können viele verschiedene Insektenarten hier einen Unterschlupf finden. Die Idee stammt eigentlich in Zusammenarbeit mit dem Landesbund für Vogelschutz. Und wir arbeiten viel mit dem Museum und dem Landesbund für Vogelschutz zusammen. Und dann kam auch die Idee, irgendwas zu bauen. Und unser Museumsdirektor ist auch sehr offen für die Vögel, für die Umwelt überhaupt. Und da haben wir uns das überlegt, das passt jetzt zum Frühjahr, da können wir sowas bauen, was man auch wirklich brauchen kann. Also, zuerst einmal müssen Ramon und Vanessa den Rahmen rundherum abschleifen, damit sie sich bei ihrer Werkelei keine Spreißel reinziehen. Dann geht's ans Eingemachte. In den Holzblock müssen die Kinder jetzt viele kleine Löcher bohren, in unterschiedlichen Durchmessern. Aber jedes Loch sollte schon zwischen 4 und 5 Zentimetern tief sein. Hier werden später vor allem Wildbienen und Wespen ihre Eier ablegen und danach den Gang mit einem Sekret verschließen. Von der Außenwelt abgeschlossen, entwickeln sich aus den Eiern dann Larven. Das Bohren der Löcher ist ganz schön anstrengend, also löst Ramon Vanessa mal ab. Während Ramon noch emsig damit beschäftigt ist, geht Vanessa schon zum nächsten Schritt über. Schilfgras, Stroh und Heu müssen auf die Breite des Holzrahmens zurechtgeschnitten werden. Dann wird das Ganze zu einem Bündel geschnürt. Anschließend muss auf der Rückseite des Kastens der Hasendraht befestigt werden. Vorsicht, Finger! Im Grasbündel fühlen sich gerade Ohrwürmer und Marienkäfer wohl. Nicht nur zum Nisten, sondern auch zum Überwintern. Und die Hotelgäste helfen dem Hobbygärtner später auch bei der Schädlingsbekämpfung. Ein Marienkäfer zum Beispiel frisst allein in seinen 4 Wochen als Larve schon etwa 600 Blattläuse. Später sind es Tausende. Die Insektenhotels kann man also getrost das ganze Jahr über im Garten stehen lassen. Zum Schluss kommen die unterschiedlichen Füllungen dann in den Kasten, bevor der auch auf der anderen Seite mit Draht verschlossen wird. Und schon steht das Insektenhotel. Und die Langeweile ist auch vergessen. Juhu! Juhu!